Moin Leute, nach langer, langer Zeit gibt es mal wieder ein wenig Survival Games Action Schmaction in Videoform auf meiner Lieblingsmap Gomme Park, was zumindest die 64er Survival Games Maps angeht. Also ich habe mich schon so ein bisschen in die Map verliebt, die ist wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und dann wurden wir ja schön weggebetzt. Nein, mein Goldapfel. Puh, jetzt aber mal zackig, knackig hier rüber. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Der Goldapfel ist schon mal ein schöner Vorteil, wenn wir das schon beim Jumpen hier so verbauen sollen. Aber nicht noch ein Fehler hier. Komm schon. Der ist sehr treffsicher, was das Ganze angeht. Aber dann ist er da doch noch ein bisschen runtergeplumpst. Der alte kleine Splash, ja. So, wir snacken mal so ein bisschen hier langs. Die sind aber... doch, da vorne ist eine Kiste. Oh, what the heck. Jetzt aber, holla, die Waldfee. Was war das denn für eine Kiste? Krasse Masse. So, komm schon, go, go, go. Steinschwert brauchen wir jetzt nicht mehr. Wow, ho, 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 was bist... Oh, crap. Oh, Mann, egal, alles, oh nein, alles oder nichts. Oh, und dann zersplasht er. Jetzt aber, oh, da sind richtig viele Leute. Oh Mann. Aber doch, die bekämpfen sich jetzt erstmal alle. Das gibt uns die Zeit, den Crimscrums anzuziehen. Haben wir Schuhe? Nee, haben wir nicht. Aber wir müssen erstmal weg. Ich werde mich jetzt hier... Oh, da sind zwei Kisten. Kommt da jemand? Nee. Gut. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Was das schon für eine Action-Schmäckchen am Anfang war. So, die andere Kiste jetzt auch nochmal schnell. Okay, ein Radar haben wir bekommen. Das ist auch neu auf den Gomme-Servern. Warte mal. Schnell mal das. Zack. Okay, nochmal was essen. Vor allem das Brot und den Radar mal schnell hier hinpacken, damit wir wissen, wo der nächste Gegner ist. Wir können jetzt erstmal nicht viel machen, weil wir echt ein bisschen Low HP haben. Aber der soll sich angeblich geradeaus befinden. Das bedeutet, hier sind eigentlich kaum Gegner in der näheren Umgebung. Das gibt uns die Chance, jetzt erstmal hier so ein bisschen rauszukommen. Was haben wir hier? Oh, nochmal Iron Boots. Komm schon, gib mir da Boots. Oh, wir haben auch noch keine. Krass, ich dachte, wir hätten schon irgendwelche an. Oh, da ist einer. Und da ist er auch zersplashed. Holla, die Weil ich finde das immer teilweise so krass, wenn sie pff, und dann spawnen da die ganzen Items. Oder sie droppen, wie man es gerne nennen möchte. Können die schon mal einfach raushauen. Oh, werfen wir mal lieber nach oben. Zack, ein Level. Das ist schon mal gut, sofern wir es irgendwann schaffen, vielleicht noch ein besseres... Oh, da springt einer längs. Oh, der verfolgt den. Können wir... und das ist jetzt zersplashed. Komm schon. Eisen. Ah, warte mal. Das ist das Eisenschwert. Ist hier irgendwo ein Gegner? Nee. Oh, jetzt haben wir aber gerade einen dicken Jackpot an der Angel. Zack. Jetzt mal kurz weg hier. Wir haben zwei goldene Äpfel. OMG. Okay, wir haben auch ein Level, um unser Schwert zu verzaubern. War da eine Brustplatte? Nee, oder? Nee, da waren die. Ah, die würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Okay, egal, die Sachen nehmen wir nur mit. Ab in die Mitte. Ab zum Spawn. Spawnalicious. Ja, ziemlich weit weg, der alte Spawn. Da müssen wir noch ein bisschen laufen. So, einmal hier zeige ich. Oh, das. Warte mal, haben wir überhaupt. Ja, wir haben auch Sticks. Ja, das Eisen haben wir auch. Okay, dann haben wir sogar rein theoretisch zwei Chancen. Okay, wir haben aber nicht zwei Level. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd, ist das. Wie der Rudi Carrell sagen würde. Kennt ihr eigentlich noch Rudi Carrell? Der ist leider auch schon... Ist er seit längerer Zeit verstorben. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Entertainer. Kam aus Holland. Aus die Nichtblinde. Sturmwaffel kann ihn immer so gut nachmachen. Beziehungsweise generell kann Sturmwaffel ganz gut Leute imitieren. Das ist seine Königsdisziplin. Wenn er was kann... Ah, und dann kriegen wir das. Huh. Smite drauf. Egal, ich esse den Apfel. Ich will nichts riskieren. Kein Bock drauf zu gehen. Absolut kein Bock. Okay, dafür haben wir jetzt den Apfel geopfert. Verdammt. Das finde ich jetzt gerade nicht so gut. Da ist jetzt, aber wir haben nicht mal HP verloren. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen gammeln gehen. Aber wir sind hier natürlich ziemlich open. Ja, hier ist einfach nichts mehr drin. Aber ich wage es auch stark zu bezweifeln, dass wir jetzt hier noch irgendwo hinkommen werden. Wo wir noch... Wir können einfach hier gucken und dann warten auf jemanden, der was verzaubert. Ich meine, wir sehen ja eigentlich immer, wo der nächste Gegner ist.
Da muss ich jetzt hier irgendwo, da vorne geht er hier an Land? Können wir mal gucken. Nee, er entfernt sich eher. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte gedacht, dass er da wenigstens mal hingeht und versucht, irgendwas zu verzaubern. Wir haben aber auch eine Potion etc. haben wir nicht. Das ist schade. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo bei dieser Spieldauer noch ein paar Kisten sein sollten. Obwohl, eigentlich weiß ich das. Also wir könnten nochmal zum Casino hinlaufen. Aber das ist natürlich jetzt auch alles rein spekulativ. Hier vorne muss jetzt noch irgendwo jemand sein. Na, das ist einfach der Typ. Da werden wir mal unsere Deckung kurz aufgeben. Ah, wir haben nicht mal Pfeile. Okay. Schießt er so einen Bogen? Er taucht einfach runter. Was für ein kleiner Splasher-Team? Nee. Teams sind lame. Ich nehme aber mal das Eisenschwert hier mit. Da sollen die Gegner ja nicht bekommen. Das würde mich gar nicht freuen. Huh! Oh, das war echt ein bisschen blöd von dir, Bro. Also, das war echt nicht so gut gemacht. Alter, wie die Sachen da so hochgesplasht kommen. So, jetzt haben wir zumindest mal Pfeile von ihm, ne? Ansonsten... Oh, der Eisenbrustpanzer. Ey, wieso haben wir denn immer die ganze Zeit noch keinen Eisenbrustpanzer? Hallo, du bist aber kein Eisenbrustpanzer. Hallo, können wir den jetzt mal bitte hier aufsammeln? Nicht immer den gleichen komischen Kram hier. Warte mal, ein Gegner muss irgendwo da in die Richtung kommen. Hä, die buggen einfach immer wieder nach oben hoch. Ja, die... Jetzt, komm. Eisenbrustpanzer. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ist er schon verbrannt? Was ist denn das für ein Bugkram gerade hier? Das ist nicht gut. Ist er jetzt... Er ist verbrannt. Er ist einfach verbrannt, aber da konnten wir auch sowieso nichts machen. Ich meine, was hätte ich da großartig tun sollen? Was wäre da nur möglich gewesen? Gar nichts. Nada, niente. Wo sind El Gegnaronis? Hier vorne? Seht ihr irgendwo jemanden? Ach, da vorne wird gekämpft. Da gehen wir aber mal schön hier an Land, um den dann vielleicht abzufangen. Ja, er wird hier hingehen. Aber dann wartet schon P. Dizzle auf ihn. Zips. Warten wir mal. Komm an Land. Lauf, Bro. Lauf uns in die Arme. Lauf uns in die Arme. Hallo! Freaking Team, ey. Den nehme ich auch so auseinander. Huh. Sprinte doch. Komm. Lauf jetzt. Hä, wir haben den einen Apfel doch gar nicht... Doch, wir haben noch den Effekt drauf. Den haben wir also doch gegessen. Komm. Hoch hier. Und sneaken. Alter Schwede. Oh boy. Was war das nur für ein Fight? Ich bin gerade im... Oh, Deathmatch ist jetzt auch. Ja, und wir haben gar nichts. Wir haben einfach nichts. Wir haben Bogen, Pfeile, zwei Iron. Oh Mann, ey. Ja, das war trotzdem eine gute Runde. Da war trotzdem mal gucken, wie es jetzt im finalen Deathmatch aussehen wird. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ein bisschen Action-Schmaction ist da auf jeden Fall los. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Absorption. Ich weiß gar nicht, wie der Effekt wirkt, diese Absorption. Da habe ich mich noch nie wirklich mit drüber... Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Wird jetzt hier mal nicht. Wir haben aber auch keine freaking Iron-Brustplatte. Das nervt mich am meisten. Ich dachte echt die ganze Zeit, wir hätten das. Aber das war nicht der Fall. Falsch gedacht. Deathmatch in 15 Sekunden. Wünscht mir Glück, Leute. Oh Mann, ey. Komm schon, los geht's. Essen müssen wir jetzt erstmal nichts. Und dann geht's sofort los hier gleich. Und los. Hallo? Okay. Ah, er hat einen freaking Goldapfel. Alter, wie viele aushält, das ist so krank. Ah, und der eine profitiert davon jetzt natürlich.
Oh, hätten Diaschwert. Okay, Leute. War trotzdem eine schmackhafte Runde, aber gegen Diaschwert habe ich da jetzt einfach wirklich keine Chance mehr. Der wird uns jetzt einfach sowas von wegsemmeln. Wir regen auch nicht mehr. Das ist das große Problem. Ach, Mann, ey, es müsste... Verdammt. Ey, wir halten uns gerade noch ganz gut, aber ich schaff's einfach nicht, nochmal was zu essen. Ah, das war unser Tod. Nee, noch nicht. Ich glaube, ich könnte es schaffen, was zu essen. Oh, es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Komm, 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 komm. Übertriebener Mega-Lag. Egal, drauf da. Oh, und er hat noch Health Potions. Jetzt lauf, 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 lauf. Oh Gott, ey. Nein! Schade! Oh, wir hätten ihn fast gemacht, aber der hatte einfach alles. Dia-Schwert, Health Potions. Oh Mann, ey, da hätten wir... Ah, schade. War aber trotzdem eine nice Runde. Da hätte ich mir auf jeden Fall gerne noch ein anderes Ende gewünscht. War aber, denke ich mal, trotzdem nett. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Wenn euch die Runde trotzdem ein bisschen unterhalten hat, waren jetzt ja 64 Splasher, gegen die wir antreten mussten, dann lasst doch eine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Und ja, es hat... Ich bin, glaube ich, jetzt schon wieder seit 2 Stunden am Aufnehmen. Ich hätte das im Livestreamer machen sollen. Aber das Problem ist irgendwie so ein bisschen... Ja, die Gommes-Server... Ja, okay, ich will jetzt keine Ausreden suchen. Aber es gab manchmal so ein paar Situationen, wo man sich hätte dann doch gewünscht, dass die Server momentan zumindest ein bisschen stabiler sind. Aber die haben da momentan ein paar Probleme, habe ich gehört. Aber das werden sie auf jeden Fall fixen. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt zum zweiten Mal noch ein angenehmes Wochenende. Haut rein. Ciao, ciao.